Okay, weiter geht's. Komm schon. Ja, mit der Story diesmal, weil Karin spielt. Mhm. Höre ich da etwa Unmut? Vielleicht noch ein Spezialauftrag. Also es war gut, dass wir auch mal was anderes gemacht haben. Sonst hätten wir zwei Missionen direkt hintereinander gehabt. Hätte die Leute sich bestimmt beschwert. Ja, echt mal. Sollen sie nicht beschweren? Ja, Atemberaubend Folge 42. Wie du das immer alles mitzählst. Ja, wenn die letzte Folge mit dir 40 war, dann ist das jetzt so 42. Ja, ich 14. Ich laufe auch immer beim Joggen, immer auf dem Sportplatz rum, da vergesse ich auch immer welche, wo ich gerade bin. Erzähle ich mich jedes Mal. So. Oje, oje. Guck mal, der hat einen lustigen Hut auf. Die haben alle lustige Hüte auf. Rekrut, wie lautet dein Name? Pete. Peterson, Sir. Okay, Pete Peterson. Als Feuerwehrmänner sind wir Teamspieler. Teamspieler! Hab ich recht, McGurkey? Was? McGurkey? Du hilfst ihm nicht. Es bedeutet, zu wissen, was die anderen Kollegen denken. Welchen Kuchen mag ich am liebsten, Pete Peterson? Schoko? Sogar der Frischling weiß das! Oh, hat er denn einen richtigen Kuchen bekommen? Nun, Pete Peterson, dann wollen wir mal mit deinem Training beginnen. Oh, eine Montage. In jedem guten Film ist es eine Montage. Genau. Was soll Team das America. Denn? Ich hab dir noch nicht mal Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ich war etwas aufgeregt. Feuerlöscher sind keine Spielzeuge. Mit denen spielt man nicht rum. Folge mir hier rüber. Das ist Officer Lopez Delgado. Hola! Er wird deine Grundausbildung übernehmen. Ich muss einen Vortrag über die Wichtigkeit der richtigen Sorte Geburtstagskuchen vorbereiten. Du bist Pete, richtig? Ja. Das ist wunderbar. So, dann leg mal los. Ich aber einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln. Stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Da sind ja mal Hammer-Anweisungen. Ja. Vielleicht mit diesem Hebel hier? Das wäre ja zu einfach. Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Meine Reden. Ich glaube, du brauchst den Farbwandler. Lass mich erstmal den... Die guten Lüftungsrohre. So. Was ist gut? Hat wohl jemand vergessen, das Garagentor fertig? Ja. Das Garagentor könnte wirken. Das Garagentor sollte mal so jemand fertig sprechen. Einerseits und andererseits dann aber auch gut, richtig gut gesprochen. Also ja. Vor allen Dingen dafür, dass es ja tendenziell eher so ein Kinderspiel ist, so ein bisschen. So eine Aufmachung, ja. Ja, für eine deutsche Version ist Wahnsinn. Also sowas kriegt man selbst. So rot. Kannst du mal die Box da eigentlich kaputt machen in der anderen Tür, die du gerade aufgemacht hast? Nick, nicht traurig sein. Schon 20 Mal vorbeigelaufen. Ja, ja. So. Das sieht mir sehr nach Astronauten-Action ja. aus. So. Also, aufpassen. Rot, gelb, blau, grün. Ganz schön schwer. So. Wie war das? Gelb, grün, blau, rot, blau, grün, rot, gelb. Wo ist jetzt? Wieso hat denn der mich jetzt rausgeschmissen? Na egal, nochmal. Also. Rot, grün, blau, gelb. Nee. So. Das Spiel gibt's nicht. Doch, das haben wir doch vorhin erfunden. So. Was sind das denn für Feuerwehrmänner? Ja. Das sind auch da fehlt. So, dann. Ach, hier haben wir unsere. Ich dachte jetzt eher, dass sie den roten Gott anbeten. Glor? Achso, du meinst von Game of Thrones? Genau. Hallo? Ach, hier. Yep. So. Die rote Farbe geklaut.
Gut, dann versuche ich mal. Ich glaube, du kannst auch mehrere anvisieren. Wie denn? Und wenn du einfach über mehr rüberfährst. Aber. Hat er offen schon. Ja. So. Kann mir eigentlich irgendwer sinnvoll erklären, warum jetzt der Schalter angeht, wenn alle Kacheln rot sind? Na, weil das dann hübscher aussieht. Ah. Das ist also so eine leitende Farbe, ja. Ja. Okay. Und wir werden Feuerwehrmann. Yay. Der Traum eines jeden Kindes. Oder auch nicht. Jung. Mädchen wollen immer Tierärztin. Du bist wohl ein echter Schnelldenker, hä? Okay, lassen wir es langsam. Das ist bedenklich, ja. Oh nein. Sieh nur, eine wahre Feuersbrunst. Wenn nur irgendjemand das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen könnte. Eieieiei, ja. Ei, könntest du das nicht für mich erledigen? Ja. Okay, Y. Ja. Prima, gut gemacht. Du wirst für uns eine Bereicherung sein. Gute Arbeit. Warte kurz, die Tür ist verschlossen. Ah, jetzt komme ich durch diese... Und ein unschuldiges Ventilrad steckt dahinter fest. Und hier, schau, eine Feuerwehraxt. Ob die du Ausbildung mit dieser Axt irgendwie diese Tür klein kriegst? Keine Sorge, das gibt doch keine Ärger. Mit der Kaffeetasse? Genau, schlag einfach die Tür. Hier ist Bitty. Hey, du bist doch groß und stark, oder? Schnapp dir das Ventil! Was soll ich mir schnappen? Das Grüne da? Ja. Gut! Oh je! Sieh dir das nur an! Einer deiner zukünftigen Kameraden hat auf Versehen den Schlauchdruck zu sehr erhöht! Wer ihm da wohl helfen könnte? Vielleicht jemand mit einem Ventil? So nach der Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ein Ventil, um den Druck zu senken. Drück lassen. So. Ja, das sieht scheint aber super Spaß. Ja, ich denke auch. Und jetzt ist er auf dem Boden drin. Sehr unsanft. Das muss ein neuer Rekord sein. Jetzt mal wie unsere Steine sich hier sammeln. Das hast du schnell erledigt. Ich bin beeindruckt. Bereit für den nächsten Abschnitt? Yep. Was da wohl Verrücktes auf uns wartet. Mach die Tore auf! Der große rote Griff muss ja auch sehr zielführend. Was, der hier? Ja. Der sieht so irgendwie... Jetzt ist er kaputt. Schade. Kommst du da hinten in die Tür rein? Rechts? Nee, weiß nicht, wie. Da war ich eben, aber da ging es nicht rein. Gut, nächster Abschnitt. Ob wir jetzt endlich diese schweren Dinger ziehen können? Oder ob wir dafür der Bauarbeiter sein müssen? Okay. Also auf dem... Ah, doch, da drin. So. Nee. Achso, schade. Na, weil vorher hatte die Pfeile ja auch nicht. Doch, die kamen, glaube ich, auch schon. Achso, dann habe ich nicht auf. Jetzt machst du die armen Fässer aus. Jetzt solltest du das fast noch bei den Feuerwehrmännern löschen. Vielleicht passiert dir noch was Lustiges. Meinst du? Keine Ahnung. Probieren geht über studieren. Ich bin ja bei sowas immer, ich entdecke ja alles, wenn ich möchte. Okay. Wenn ich darf. Dann mache ich jetzt den Feuerwehrmännern das Feuer aus. Stehen die überhaupt da? Ja. Naja. Scheint dir nichts auszumachen. Oh doch. Ah! Na. Und, was haben wir? Oh, wir haben den lustigen. Ja. Ramon Lopez Delgado. So. Bitte, bevor ich da in den Lichtschein trete. Geh nicht ins Licht, Karin. Oh mein Gott. Noch. Ist ein Feuerchen. Und. Ah, jetzt kannst du noch reingehen, denke ich. So.
Oh nein! Schau! Ein paar deiner Arbeitskollegen sitzen auf dem Gebäude fest! Bin ich nicht ein super Schauspieler? Sag den anderen doch bitte, wohin sie das Trampolin tragen sollen. Damit du deine Kollegen retten kannst. Nach rechts! Nein, nein! Nein! Nach rechts damit! Weiter nach rechts! Muss ich irgendwas machen? Ja, du musst es lenken. Fertig machen! So. Das war knapp! Ich hab das jetzt nicht gemerkt, dass ein ich Stück das nach rechts gelöst hab. Fertig machen! Yay! Haha! Toll gefallen! Rechts! Weil ich drücke immer rechts, aber die machen nichts. Wieder nach rechts! Die reagieren gut so langsam. Gemacht. Ja, sind Feuerwehrmänner. Hey! Erwischt! Komm, erst wenn die Gebäude abgebrannt sind. Nach links! Stopp! So. Geronimo! Gut gemacht! Was macht der ein hier Stück vorne? Nach rechts! Bleibt das denn! Der da hinten bei der City-Achse ist auch süß. Hinten rechts. Guck dir das mal an. Jetzt, wo sie sicher unten sind, können wir das Feuer oben löschen. Aber dein eigener Feuerlöscher reicht für diese Art Flamme nicht aus. Yeah. Dafür aber diese hier. Ja, die sind ziemlich beeindruckend, was? Sag Hallo zu meinen großen Freunden hier. Schnapp dir eine von ihnen. Okay, X. Nur nicht so schüchtern. Ja, X. Hervorragend! Die Wasserkanone hat viel mehr Reichweite. Ja, ich glaube, die X-Taste auf dem Controller ist schon nach gefühlten 2 Stunden Spiel kaputt gegangen. Was ist auf dem hier? Ja, na, wir haben auch schon öfter festgestellt, dass die X-Taste in dem Spiel nicht so gut funktioniert. Das war die Hälfte! Du bist ein echtes Naturtalent! Hast du das gehört, Kai? Nein. Ja. Das schon mal werden gesagt. Ich glaube, da muss ich etwas anderes. Geh ich nochmal hier hin? Okay. Ah. Und fertig! Das war doch gar nicht so schwer, oder? Nein. Das ist echt toll gemacht, Karin. Oh, ein Lob von Nick. Ich bin begeistert. Schnell! Es gibt da eine echte Notsituation! Was ist denn los? Oh, du schauspielerst doch wieder, oder? Ja, unser Stationsmaskottchen Admiral Pompon Moggins der Dritte sitzt fest auf dem Dach. Ich soll eine Katze retten? Oh ja, jetzt wirst du den Arbeitsalltag eines Feuerwehrmanns in Lego City kennenlernen. Das stimmt wirklich. Katzen zu retten ist ein Hochgenuss. Ich weiß nicht, wie viele Katzen ich schon auf dem DS gerettet habe. Du musst aber erstmal irgendwie an ihn rankommen. Okay. Jetzt habe ich in jedem Abschnitt 6 oder 7 Katzen. Nur zu! Okay. So, da. Bau dir eine Leiter! Eine Leiter zum Himmel? So das war eine Anspielung. Hoffentlich ist mein Training bald zu Ende. Ich muss noch an das Löschboot kommen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Hat Winnie erstmal das Boot, verfolge ich ihn bis zu Rex. Ja. Ja. Ich nicht. Tut mir leid. Das kommt bestimmt nicht von Dennis leid. Wieder hinten gleich. Oh, wie kannst du nur? Nö, fast war das okay. Kann man gucken, was war denn. Anders als Simpsons. Nö, Simpsons sind doof. Keine Ahnung, wie lange es sich macht. Du musst aufpassen, dass du hier nicht gleich rausblickst. Ja. Nah dran. Was? Wie sind wir nah dran? Ich hab die Simpsons nicht beleidigt. Achso, nee, Quatsch. Ich hab jetzt die Klamotten gewachsen. Ich hab die Simpsons nicht beleidigt. Die Simpsons sind doof. Wir können gerne zurückspulen. Das ist, nein, das ist für sie halt einfach noch keine Beleidigung. Es ist bald Zeit für Admiral Pomp und Stickerchen. Waren deshalb diese stinkenden Fischstückchen in der Tasche meiner Uniform? Nein. Exakt. Aber auch als Notration für dich! Beleidige dich erst, wenn ich sage, das ist was so Prekariat. Wie der nette Typ von neulich meinte. Aber das meinte er zu Leuten, die gerne Videospiele spielen. Ja.
Ja, gut, dass wir sowas nicht machen, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Videospiel gespielt habe. Was? wie komme ich denn da hoch? Na, jetzt hier runter, oder? So runter, ich will doch nach oben. Rechts hier runter. Hier. Jetzt Vorsicht, dass du nicht daneben springst. Okay. Jetzt kommt da runter. Ja, kannst du dich ruhig nochmal fallen lassen. Vorsichtig. Aber nicht da noch runterfallen, ne? Nicht? Na gut. So, ich muss die Katze retten. Ja. Komm mal hin, Maria. Wie soll ich mal hochkommen? Na, jetzt hier hoch bis zum Blauen und dann durchs Fenster. Jetzt hier. Ach, das ist offen? Ja. Ach so, das wusste ich ja nicht. Dynamit haben wir nicht zu viel, ich glaube mal dabei. Nee. Ah, da hinten der Dynamitautomat. Vielen Dank, Spiel. So, wer muss ich sein? Der Bergarbeiter. Bergarbeiter. Genau. So. Ich höre schon die Katze miauen. Ja, sie ist auch ganz direkt über dir, glaube ich. Ich geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Achso, ja. Was passiert eigentlich? Also, na, du stirbst und verlierst ein paar Spots, aber. Admiral Pompon hat unser vorheriges Maskottchen, Kommandant Kralle, abgelöst. Und glaub mir, Kommandant Kralle hatte seinen Namen verdient. Messerscharf bei Vertragsverhandlungen. So. Feuer. Genau. Das ist nicht anders verdient. Ich habe das Gefühl, das Gebäude ist nur hier, damit wir diesen Papier laufen können. Ach was. Meinst du, da wohnt noch jemand drin? Polizist sein. Ich dachte, das wäre ein Feuerwehrmann. Ja, auch. Aber du bist ja alles. Aber jetzt. Ja. Genau, und jetzt dran ziehen. Ja, scheinbar. Jetzt noch weiter nach vorne. Jetzt geht's nicht mehr. Da, jetzt, ich hör's. Jawoll. Ich wollte nur nicht vorne runterfallen. Da war ein großes Netz. Ja, das, da unten Netz. Da ist ein Dynamitwagen. Mach erst mal. Ich glaube, mit dem musst du gleich da durchfahren. Glaubst du das? Ja. So schleicht dich das Gefühl, dass dem so ist. So, oh. Das kann schon. Oh, du musst fallen. So. Den kannst du rückwärts fahren, ne? Kann ich das? Das kannst du, weiß ich nicht. Ach, da ist die Katze. Ja. Ach so. Brauche ich noch einen Fisch? Kannst du den Krumi zerstören? Jawohl. Wie du das wieder alles machst. So, jetzt brauche ich nur noch einen Fisch. Hab ich aber nicht. Was? Verkleide mir mit einem Fisch? Wo ist denn jetzt herkommen? Feuerwehrmann. Wie sollten Feuerwehrmann Fisch? Das haben sie vorhin erzählt. Dass sie meinen Fisch in der Tasche haben. Aufmerksamkeitsdefizit? Das habe ich nicht mitbekommen. Macht nichts. Tatsache. Ja. Der scheint auch schon ein bisschen faul zu sein. Hallo, Mies! Oh, wie hält er die denn? Packt er sie in seinen Helm? Ist aber nicht schön. Du hast ihn gerettet! Okay, dann sind wir hier fertig. Bis gleich drin bei der Geburtstagsfeier vom Brandmeister. Da gibt es eine Menge zu essen. Juhu! Gut, dann würde ich sagen, ist die Folge vorbei. Genau, und beim Stichwort Essen kriege ich auch noch. So. Also ich gehe noch zur Geburtstagsfeier, okay? Wenn es recht ist. Ach. Also wahrscheinlich ist dann das Level zu Ende. Wow. Oder auch nicht. Oder das auch nicht. Haben Sie aber schön hergerichtet. Das machen wir dann nächste Folge. Ah, oh das ja. Mir mal für Chief ja, das machen wir nächste Folge. Wäre vielleicht auch nicht gut. So mürrisch. Ist Latilda noch da? Nichts. Oh. Bis gleich. Warte. Winnie Papa Lada Dodo läuft hier. Oder nicht? Nö. Er macht nur Gesten auf meinem. Ich hab doch jetzt. Wie läuft's bei deinem neuen Job? Gut. Aber ich muss den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die
letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Du meinst... Genau, selbst nach meiner Warnung vor dieser Fehlinvestition. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. Ich weiß ja seine. Gut. Schokokuchen. So. Nochmal verabschiede ich mich nicht. Nicht? Bis dann. Aber. So, na gut, dann halt. Tschüss.